Gentlemen, auch wenn man den Frühling in Deutschland noch nicht so richtig spüren kann, für euch als Frühlingsinspiration habe ich euch ein paar Outfits rausgesucht, die auch alle wie immer in der Infobox hier unten verlinkt. Und wir starten direkt mit Outfit Nummer 1. Der erste Look ist so ein Daddy-Look, wie ich finde. Den kann man hervorragend anziehen, wenn man zum Beispiel samstags vormittags mit seinen Kids unterwegs ist, vielleicht zum Fußballspielen geht oder vielleicht auch eine Runde golfen geht. An den Füßen trage ich sehr entspannte Wildleder-Stoff-Sneaker, die für den Frühling wirklich hervorragend sind. Dann dazu eine blaue Stoffhose und als Oberteil so ein Langarm-Polo mit Zip und darüber noch eine leichte Frühlingsjacke. Und um das Outfit nochmal abzurunden, trage ich on top noch eine blaue Basecap, die sich dann nochmal wiederfindet in den ganzen Farben. Weiter geht's mit Outfit Nummer 2 und das ist für mich so das perfekte Sundowner-Outfit, wenn du irgendwie abends nochmal auf einer Rooftop-Terrasse einen trinken möchtest, denn mit dem Outfit bist du tatsächlich für alles vorbereitet. An den Füßen trage ich, ja, es ist so ein Mix aus einem Sneaker und einem Mix aus einem Loafer, nennen wir sie jetzt einfach mal so weiß-beige Sneaker-Loafer, dazu eine sehr elegante schwarze Stoffhose und on top ein gemustertes Hemd in Kurzarm und darüber dann noch einen schwarzen Strickpullover. Denn wenn es mal abends dann etwas kühler wird, kann man den dementsprechend noch drüber ziehen. Und für alle Fälle darf natürlich bei einem Sundowner auf einer Rooftop-Terrasse die passende Sonnenbrille nicht fehlen. Weiter geht's mit Look Nummer 3 und das ist für mich so der All-Day-Frühlings-Look, muss ich ehrlich gestehen. Den kann man nämlich tatsächlich an jedem Tag im Frühling anziehen. An den Füßen trage ich Sneaker von Adidas, die sind ein bisschen klobiger, aber auch so ein bisschen vom Look her etwas frühlingshafter, gerade mit dieser leicht grünen Farbe. Dann dazu eine ganz luftig, locker lässige beige Hose, ein etwas festeres T-Shirt darüber und über dem T-Shirt dann noch ein Jeanshemd. Und um aus dem Outfit noch ein bisschen was rauszuholen, habe ich das Outfit nochmal mit kleinen Details nochmal ein bisschen gepimpt. Einmal mit einer Uhr und an der anderen Stelle nochmal mit einer Kette. Und Leute, leider Gottes könnt ihr natürlich nicht fühlen, wie sich dieses Outfit auf der Haut bzw. auf dem Körper anfühlt. Aber das Outfit ist wirklich super locker, super luftig. Nicht nur aus dem Grund, weil es etwas weiter geschnitten ist, sondern weil die Stoffe auch wirklich sehr, sehr leicht sind. Und das macht den Look dann am Ende des Tages auch nochmal ein bisschen cooler. Machen wir weiter mit einem Everyday Office Look, den ich persönlich tatsächlich sehr, sehr gerne tagtäglich im Office genauso tragen würde. Ich weiß, das ist natürlich nicht jedermanns Sache und nicht jeder läuft so im Office rum, aber ich persönlich schon. Weil ich zum einen an den Füßen sehr locker lässige Ledersneaker habe von New Balance, sind ein bisschen klobiger, wirken aber dafür auch etwas wertiger. Und hier, das ist auch der Grund, warum ich sowas wirklich sehr gerne im Office trage, ist diese etwas weiter geschnittene Cargohose, die super luftig ist und super locker ist und natürlich dann auch diese sportliche Eleganz mit dem gestreiften Hemd und der Jacket oben drüber. Und diese Jacket fühlt sich vom Stoff her auch richtig wertig an. Sprich, am Ende des Tages habe ich hier so einen sportlich eleganten Look, der mir wirklich für den Everyday Office Tag super gefällt. Last but not least, Leute, ihr wisst, in meinen Videos dürfen diese All-Black-Looks einfach nicht fehlen. Und jetzt habe ich hier mal einen coolen, aber gleichzeitig simplen All-Black-Look ausgewählt, der nicht ganz All-Black ist, denn ich trage an den Füßen tatsächlich weiße Ledersneaker von Puma. Aber dann eine schwarze Stoffhose und darüber dann das Highlight-Piece hier an dieser Stelle. Ein Hemd mit einem Lochmuster, was als Blume gestaltet ist. Ja, ich weiß, ist auch nicht jedermanns Sache, aber an dieser Stelle tatsächlich das Highlight-Piece des Looks und das Ganze noch dann gepimpt mit einer passenden Sonnenbrille. So Leute, und jetzt nochmal alle Outfits im Überblick und schreibt wie immer gerne in die Kommentare, welches Outfit euch persönlich da draußen am besten gefallen hat. Wie immer habe ich euch alle Outfits und alle Pieces unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei, falls ihr was nachshoppen möchtet. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas Inspiration liefern für eure Outfits im Frühling und wünsche euch auf diesem Wege hoffentlich einen wundervollen, angenehmen und vielleicht auch sogar ein Stückchen sommerlichen Frühling.